So, da geht die nächste Folge auch schon los hier bei Wer weiß denn sowas. Und bevor sich jetzt manche Leute gefragt haben, warum denn das jetzt schon die sechste Show war, obwohl wir herzlich jetzt erst im Archiv. Die fünfte Wenn du eine beendet Show unterbrochen haben, hast, dann kannst du sie von hier aus fortsetzen. Das ist nur schon mal so eine kleine Info, ich habe jetzt die erste Show zwischendurch nochmal alleine gespielt, also ohne Aufnahme, nachdem wir die ersten vier Shows hier aufgenommen hatten. Und ich wollte einfach die Errungenschaft haben, dass wir hier das komplette Geld bekommen. Und zwar wäre das hier ganz unten Jackpot. Also, dass man da wirklich 6.000 Euro erspielt. Und das habe ich eben, das habe ich vor zwei Tagen war das, wo ich das letzte Mal aufgenommen hatte. Auf jeden Fall wollte ich das nochmal so als kurzen Einblick hier mit reinbringen. So, und wir schnacken jetzt gar nicht lange rum. Wähle dein Team. Und machen Show diesmal wieder Team Bernhard, weil mit Elton haben wir letzte Runde gespielt und das ging ja zum Ende hin gerade nochmal so gut. Ich hatte ja schon ganz große Sorgen, aber es hat ja alles noch in einen Hut reingepasst. So. Dann mal los. Ich bin ja mal gespannt, wie sich das Team aufgeteilt hat, beziehungsweise wie sich die Leutchen im Publikum jetzt verteilt haben. Zu Wer weiß denn sowas? Hallo. Wussten Sie eigentlich, dass das Gehirn der Neandertaler größer war als das der heutigen Menschen? Oh. Wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams. Wir gucken mal, wie viele Menschen heute sich für euch entschieden haben, euch ihr Vertrauen schenken. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Mhm. Und das Team Elton. 96, okay. Ihr habt jeweils einen Publikumsjoker, den ihr einsetzen könnt. Und für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Und die 12 Kategorien finden Sie auch heute wieder auf unserer Wand. Die 12 Kategorien heute. Wahnsinn des Tages im Grünen, Essen und Trinken, clever, total genial, unser Körper, Sport, tierisch, das Fragezeichen, Afrika, Schönheit und im Kino. Und wie immer darf das Team die erste Kategorie wählen, das mehr Menschen hinter sich hat. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Ja, also Bei der letzten Show hat ja Essen und Trinken am Anfang gefehlt. Wir haben es diesmal wieder dabei. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Wenn wir Essen und Trinken nehmen, ist da drüben die Stimmung im Keller. Ja, ist mir egal. Lachsschinken wird mit Fischmehl geräuchert. B ist weder aus Schinken noch aus Lachs hergestellt. Oder C wird mit rote Beete-Saft eingefärbt. Also ganz ehrlich, das mit dem Rote-Bete-Saft, das habe ich schon mal gehört. Dass irgendeine Schinkensorte mit Rote-Bete-Saft eingefärbt wird. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das mit dem Lachsschinken in Verbindung gebracht werden kann. Bernhard, was sagst du zu C? Das kann ich mir schon vorstellen. Okay. Also B würde ich komplett ausschließen. Ich habe das noch nie gehört. Und A? Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Okay, dann nehmen wir den. Ich tippe C. Okay, wir haben C eingeloggt. Hier ist die Lösung. Lachsschinken hat nichts mit Lachs aus dem Meer zu tun, sondern stammt auch vom Schwein. Während der klassische Schinken aus dem Oberschenkel hergestellt wird, besteht der Lachsschinken aus dem Mittelstrang des Koteletts. Metzger nennen genau dieses zarte Stück Fleisch Lachs. Durch die Behandlung mit Salz wird es wie roher Schinken gepökelt. Der Name Lachsschinken stammt also vom Fleischstück und seiner Weiterverarbeitung. Okay, gut, da lag ich da falsch. Leider bleibt es bei 0 Euro. Ich weiß, wer ist der Meinung, das hängt mit dem Rote-Bete-Saft zusammen. Okay, gut. Schwere Entscheidung. Sport vielleicht? Nehme ich sehr gern. Sport bitte.
Was haben die Sportarten Bodybuilding, rhythmische Sportgymnastik, Synchronschwimmen und Turmspringen gemein? A. Sie sind in Japan nicht zugelassen. B. Wurden in Deutschland erfunden. Oder C. Dürfen erst ab 16 Jahren als Leistungssport betrieben werden. Ich habe keine Ahnung. Wie findest du C? Das ist alles nur bis auf Synchronschwimmen richtig körperbetontes Training. Fällt dir zu B was ein? Bodybuilding in Deutschland erfunden? Antwort A. Also ich würde raten auf C. Sind doch auch Turmspringer aus Japan und auch rhythmische Sport aus Japan und gerade Synchronschwimmen, glaube ich auch. Eine sehr schöne Frage fürs Publikum. Wir fragen das Publikum. Wer glaubt, die richtige Antwort zu kennen? Wer es glaubt zu wissen, steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. So, wen nehmen wir? Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, Antwort B ist richtig. Das passt für mich am besten. So, wir haben B eingeloggt. Mhm. Kann das wirklich sein? Diese vier Sportarten haben neben den schönen Figuren noch eine weitere Gemeinsamkeit. Ende des 18. Jahrhunderts kam mit der Einführung von Badeanstalten das Turmspringen in Mode. Im Synchronschwimmen, heute eher eine Frauendomäne, fanden 1891 in Berlin erstmals Meisterschaften statt. 10 Jahre später schuf der Deutsche Eugen Sandow das Bodybuilding. Das Schlusslicht ist die rhythmische Sportgymnastik, die erst 1911 in der Nähe von Dresden entwickelt wurde. Echt? Alle vier Sportarten sind also made in Germany. Oh Gott. Na ja, gut. Die ersten 500 Euro auf eurem Konto. So, ihr seid dran. Ruhe ist hier unten. Mistding. So, was nehmen wir jetzt als nächste? Nehmen wir hier tierisch. Ja, da sind wir uns auch einig. Alles klar. Die Nachtfalterart Utetaisa ornatrix ist dermaßen ungenießbar, dass Spinnen sie freiwillig wieder freilassen, Vögel bei der Jagd die Luft anhalten oder Wespen sie gefangen nehmen, um Fressfeinde abzuschrecken. Die Nachtfalterart UTT... Was? UTT? Oh Gott, den Namen kann ich noch nie mal aussprechen. Also ich bin zwar kein Spinnenfreund, aber das Spinnen sie freiwillig wieder freilassen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Füge bei der Jagd die Luft anhalten. Das ist auch, also ich würde da jetzt auf C raten. Also C ist es nicht. C, okay. Das glaube ich nicht. So. Ich meine, das hätte ich sogar mal gelesen. Aha. Da bist du dir hundertprozentig sicher. Okay. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Gut. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Mhm. Schwingen gehörende Nachtfalter Utetaisa ornatrix lebt auf dem amerikanischen Kontinent. Er ernährt sich im Raupenstadium hauptsächlich von einer Pflanze, deren Hülsenfrüchte Pyrrolizidine, also Pflanzengiftstoffe, enthalten. Dadurch wird er für seine Fressfeinde auch im Schmetterlingsstadium ungenießbar. Verfängt er sich in einem Spinnennetz, merkt die Spinne über die Haarsensilien an ihren Beinen, dass es sich um einen giftigen Fang handelt und lässt ihn schließlich enttäuscht frei. Echt? Oh Gott! Das hätte ich niemals gedacht. Die machen wir bei euch beide. Was zum Teufel? Was hältst du von total genial? Total genial finde ich super. Wir nehmen total genial. Werden die Hände in Essigwasser getaucht, fällt es anschließend leichter, A. Kleidung von Fusseln und Tierhaaren zu befreien, B. Teig zu kneten, ohne dass er an den Fingern kleben bleibt, oder C. Einweghandschuhe anzuziehen. Könnte es A sein? Nee, glaube ich nicht.
Wäre B eine Möglichkeit? Ich bin mir irgendwie sicher, dass es B ist. Also, komm her, wir wissen es nicht, wir können nur raten und ich glaube, wir raten mal B. Wir haben B eingeloggt und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Die Haut wird durch die Oberflächenspannung des Essigwassers ummantelt. Hat nun der Hund seine Haare an der Kleidung hinterlassen, hilft dieses besondere Handbad. Durch das Reiben werden die losen Fasern gesammelt. Die Oberflächenspannung bewirkt, dass die Hundehaare besser an der Hand haften bleiben. Der Essig hat außerdem eine reinigende und desinfizierende Wirkung für die Kleidung. Das ist ja Wahnsinn. Es bleibt bei 500 Euro. Wir kommen zu eurer nächsten Kategorie. Mhm. Na, dann mal los. Wir könnten ja mal probieren, Wahnsinn des Tages. Ja, da sind wir uns auch einig. Mhm, dann mal los. Erstaunlicherweise zeigen neue Forschungsergebnisse, dass A. Hunde allergisch auf Menschen sein können, Fruchtfliegen intolerant auf Früchte reagieren können oder C. Hausstaubmilben an zu viel Staub ersticken können. Oh Gott. Gut, Publikum können wir zur Not auch noch fragen. Na, es kann ja nicht alles drei sein. Obwohl Hausstaubmilben, dass die an zu viel Staub ersticken können. Was sagst du denn dazu? Sollen wir 10 nehmen? Ich frage dich! Oh Gott. B würde ich ausschließen. Mhm, und A? Legen wir erstmal zurück, denken später drüber nach. Alles klar. Dann fragen wir das Publikum, oder? Wir fragen das Publikum. So. Wer weiß das? Ja, stehen Sie ganz kurz auf, einmal. So, wer soll es beantworten? Na, nehmen wir ruhig hier den in der hintersten Reihe, der... Habe ich eigentlich ein gutes Gefühl bei. Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich glaube schon. Mein Gefühl sagt Antwort A. Das passt für mich am besten. Na? A ist eingeloggt. Hier ist die Lösung. Der Hund, der beste Freund des Menschen. Doch Tierhaarallergien können dem Wunsch nach tierischem Familienzuwachs oft einen Strich durch die Rechnung machen. Dass aber auch Hunde allergisch auf Menschen reagieren können, zeigen neue Forschungsergebnisse. Echt? Demnach rufen Proteine aus Haut oder Haaren der Menschen die allergischen Reaktionen beim Hund hervor. Diese zeigen sich dann in Form von Hautirritationen. Ach du Scheiße! Das war jetzt eine Sache, die ich jetzt wirklich nicht ausgewählt hätte, also ganz ehrlich. Ihr hattet jetzt ja ein bisschen Zeit, euch die nächste Kategorie auszusuchen. Respekt. Im Kino klingt doch interessant. Ja, schwierig. Entscheiden wir uns für das Fragezeichen? Wir können auch das Fragezeichen nehmen, das ist eh egal. Dann... Das Fragezeichen bitte. Ab einem Gehalt von 2% Ammoniumchlorid. A. Können braune Haare blond gefärbt werden? B. Muss Lakritz als Erwachsenenlakritz gekennzeichnet werden? Oder C. Kann Nagellack auf dem Nagel trocknen? Was sagst du zu A? Ist das Ammoniumchlorid? C vielleicht? Dass es dann nur trocknen kann, wenn 2% Ammoniumchlorid da drauf sind, vorher wird das einfach nicht trocknen. Wäre B möglich? Das heißt, weil das schädlich ist? Ammoniumchlorid? Wir nehmen C. Ja, also wir loggen C ein. Keine Und Ahnung. Hier ist die Lösung. Als Lakritz wird der Wurzelextrakt des echten Süßholzes bezeichnet. Der typische salzige Geschmack entsteht durch die Zugabe von Salmiaksalz, dem sogenannten Ammoniumchlorid. Dieses kann in großen Mengen zu einer Übersäuerung des Blutes führen. Daher muss bei einem Gehalt von 2 bis 4,49% Ammoniumchlorid der Hinweis Erwachsenenlakritz auf der Verpackung stehen. Echt? Es bleibt bei 500 Euro. Okay, ich esse keinen Lakritz, aber trotzdem, also das... Nächste Kategorie für euch. Das wusste ich auch noch nicht. Na gut, im Grünen unser Körper, Afrika Schönheit im Kino, clever. Wir können ja hier unser Körper nehmen.
Klingt doch am vernünftigsten. Mhm. Alles klar. Personen mit Blutgruppe 0 sind mehrheitlich Frauen, können ihr Blut allen anderen Blutgruppen spenden oder kommen bei den Ureinwohnern Australiens zu 90% vor. Personen mit der Blutgruppe 0. Also wir hatten ja mal eine Masterfrage, war das, glaube ich, welche Blutgruppe am meisten vertreten ist. Und das war ja Blutgruppe A. Es war zur Auswahl A, B und 0. Und ich glaube nicht, dass man das Blut in anderen Blutgruppen irgendwie spenden kann. Das würde ich komplett außen vor lassen. Warte mal, wir können ja mal Bernhard ins Boot holen. Was hast du denn zu B? Ich habe das auch schon mal gehört. Was? Nee, aber ich nicht. Was hast du zu A? Das wäre zu einfach. Okay, und C? Also, wir sagen mal C eher nicht. Du willst mich jetzt auf B festlegen? Das glaube ich irgendwie nicht. Oder kann das Blut irgendwie dann, wie sagt man hier, irgendwie noch, ob das jetzt, nennt man das erweitert oder irgendwie verbessert oder verfeinert werden? Oder? Also, ich gehe jetzt gerne auf B, ist kein Problem, aber... Dann nehmt ihr B, hier ist die Antwort. Ich bin da außen vor. Die häufigste Blutgruppe in Deutschland ist der Typ A. Schlusslichter bilden die Gruppe B und AB. Mit einem Anteil von 41% sind Personen hierzulande mit der Blutgruppe 0 vertreten. Und das ist auch gut so, denn sie können ihr Blut an Menschen mit allen anderen Blutgruppen spenden. Echt? Damit gelten sie als sogenannte Universalspender und können im Notfall lebensrettend sein. Was zum Teufel? Also, 1500 Euro. Ich bin geschockt. Wir machen weiter. Also das wäre wirklich was gewesen, Afrika nehmen? Dass ich jetzt außen vor gelassen hätte. Ich würde es trotzdem mal probieren. Wir nehmen Afrika. Welche Eigenschaft des türkisen Prachtgrundkerbflings lässt laut Forschern Rückschlüsse für den Menschen ableiten? A. Er betreibt natürliche Verhütung. B. Er altert im Zeitraffer. Oder C. Er fällt in eine Winterstarre. Das sollte man eigentlich wissen, oder? Was hältst du von B? Nein, ich würde B würde ich nicht. Keine Ahnung. Sagen. A vielleicht? Wahrscheinlich wird es denn A sein. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Der aus Afrika stammende Prachtgrundkerbfling ist für Forscher besonders interessant, denn seine Gene ähneln denen des Menschen. Mit einer Lebensspanne von nur 3 bis 12 Monaten ist er das ideale Objekt, um den Alterungsprozess des Menschen zu erforschen. Denn der Prachtgrundkerbfling altert im Zeitraffer. Forscher des Leibniz-Instituts für Alternsforschung haben nun das Erbgut des Fisches entziffert und erhoffen sich damit Hinweise auf die Frage, welche Gene unsere Lebenserwartung bestimmen. Mhm. Das heißt, kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Wir haben noch 4 Kategorien und eine nächste für euch. Er betreibt natürliche Verhütung. Wenn ich mir da mal so vorstelle, ein Fisch, der seine Partnerin sagt, ja, oh, Schatz, warte mal, bevor wir loslegen, ich muss mir erst noch ein Kondom überziehen. Oh Mann, ey, das, nee, komm. Ich sag nichts, komm. Wir haben jetzt noch 4 Kategorien. Ich würde jetzt auf clever gehen. Lass uns clever nehmen. Du. Wer jeden Morgen und abends einen kalten Wasserstrahl über Stirn und Wangen laufen lässt, der A. verbessert die Sehfähigkeit, B. entwickelt kein Hungergefühl oder C. regt die Bildung eines Erkältungsabwehrstoffs an.
wer jeden Morgen und Abend einen kalten Wasserstrahl über Stirn und Wangen laufen lässt, soll das vielleicht mit der Sehfähigkeit in Verbindung stehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt, ich sag mal so ganz normal sein Gesicht wäscht, das geht ja über die Stirn rüber bis runter zum Kinn. Und dadurch wird man ja, also ich sag mal, früh morgens, wenn man das macht, wird man ja, ich sag mal, ein bisschen wacher. Dann ist man nicht mehr so, ich sag mal, verträumt und verschlafen. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Und regt die Bildung eines Erkältungsabwehrstoffs an? Also das kann ich mir schon mal beim besten Willen gar nicht vorstellen. Und Hungergefühl, das ist eigentlich auch kompletter Schwachsinn. Also es sind eigentlich alle drei Antworten meiner Meinung nach totaler Blödsinn. Aber irgendeine Sache muss ja richtig sein. Wir holen jetzt mal Bernhard ins Boot. Was sagst denn du zu C? Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja diese Idee, dass man kalt duscht. Okay. Was mit B? Das glaube ich nicht. Könnte man ja bei Elton mal ausprobieren. und was mit A? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Warte mal auf, dann entscheide ich mich jetzt, ich würde mich jetzt einfach auf die Sehfähigkeit ansetzen. Also ich würde... Wir nehmen A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. So, hier kommt die richtige Lösung. Bei der Kneippkur für das Gesicht sollte morgens und abends kaltes Wasser in einem dicken Strahl von den Schläfen quer über die Stirn und an den Gesichtshälften entlang geführt werden. Im Test ergab sich nach einer Woche bereits ein deutlicher Anstieg von einem Erkältungsabwehrstoff im Speichel, dem Immunglobulin Typ A. Was zum Teufel? Er die Erreger von Schnupfen, Husten und grippalen Infekten, bevor sie weiter in den Körper eindringen können. Der kalte Reiz fördert die Durchblutung, wodurch vermutlich die Bildung von Immunglobulin Typ A gefördert wird. Aber sonst geht's euch noch ganz danke. Bleibt bei 1500 Euro. Alter, wie bescheuert. Wir haben noch drei Kategorien. Im Kino klingt doch interessant. Schönheit spricht mich an. Ja, nein. Wir nehmen im Grünen. Die Pflanze Rafflesia arnoldi. Gott. Wechselt ihre Farbe im Tagesverlauf von Rot zu Blau? B. Besitzt die größten Blüten im Pflanzenreich? Oder C. Wurde nach Arnold Schwarzenegger benannt? Sagt dir C etwas? Ich würde C nehmen. Was? Stehst du zu A? Das glaube ich nicht. Eventuell B? Ist doch Blödsinn. Ich nehme C. Es gibt ja manche Pflanzen, die ihre Farbe verändern. Ne? Ja, wer weiß. Ne? Könnte alles sein. Klingt spannend. Ist es auch. Rafflesia arnoldi wächst im indonesischen Urwald und ist ein sogenannter Vollschmarotzer. Sie hat weder Blätter noch Wurzeln, sondern besteht aus Zellfäden. Diese durchdringen die Wurzeln der Wirtspflanze und versorgen die Riesenrafflesie mit Nährstoffen. Ihre auffällig rote und nach Aas stinkende Blüte lockt Fliegen zur Bestäubung an. Mit einem Durchmesser von bis zu einem Meter ist sie die größte Blüte im Pflanzenreich. Okay. Es bleibt bei 500 Euro. Ich wäre jetzt mit aber auch falsch gewesen. Zwei Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Okay. Dann gehen wir jetzt auf, ich würde sagen, wir gehen ins Kino. Das ist schon relativ komplex. Willst du Schönheit? Legen wir erstmal zurück, denken später. Ja, Bernhard, wir haben keine andere Möglichkeit mehr. Wir haben nur noch... Weißt du was? Halt die Schnauze.
Ob eine Filmszene spannend oder lustig ist, erkennen Forscher neuerdings an A. der Anzahl der Toilettenbesuche, B. der Belegung der Sitzreihen oder C. der Atemluft im Kinosaal. Ob eine Filmszene spannend oder lustig ist, erkennen Forscher neuerdings dran. Das könnte vielleicht mit den Toilettenbesuchen zusammenhängen, weil wenn man lacht, das, also, na gut, obwohl, ich sag mal, wenn man ganz kräftig lachen muss, kann das ja zwischendurch auf die Blase drücken. Und das, ja, aber ob das jetzt mit der Frage so richtig ist? Weißt du was, ist die letzte Frage, komm, ich gehe jetzt auch aufs Ganze. Wir schließen jetzt erstmal das A aus. Ach. Was hast du zu B? Ganz dunkel habe ich sowas mal gehört. Was? Wirklich? C kann nicht sein. Die Belegung der Sitzreihen. Das glaube ich irgendwie nicht. Soll das wirklich mit den Sitzreihen zusammenhängen? Okay, gut. Wir loggen B ein. Ihr entscheidet euch für B. Ich gebe mich geschlagen, wenn das jetzt richtig ist, dann Frage bleibt, gut. A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts und der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz ist es gelungen, chemisch zu bestimmen, welche Szene im Kino gerade geschaut wird. Denn die Atemluft innerhalb des Saals verändert sich je nach Filmgenre. Was? Je nervenaufreibender ein Film ist, desto mehr spannten sich die Testzuschauer an. Desto schneller wurde geatmet und desto höher waren im Saal die Werte von Kohlendioxid und Isopren. Beides chemische Verbindungen, die Menschen in winzigen Mengen ausatmen. Bei den lustigen Szenen erkannten die Forscher eine deutlich unterschiedliche molekulare Spur als bei den Spannungsmomenten. Um welche chemische Verbindung es sich genau handelt, ist für die Wissenschaftler noch unklar. Was zum Teufel? So, es bleibt bei 1500 Euro. Nee, komm, ich sag nichts. Eure letzte Frage. Schönheit. Ich sag nichts. Wer sein Haar möglichst schnell wieder lang wachsen lassen will, sollte die Haare jeden Abend in Hefeweizen einweichen, B. regelmäßig mit dem Cabrio auf der Autobahn fahren oder C. viele Kohlenhydrate essen. Eventuell B? Ja, nein. C möglicherweise? Ich würde C mal ausschließen. Wie stehst du zu A? Schließen wir aus. Also kann es eigentlich nur A sein. Schließen wir aus, also kann es ja, nur A sein. Mhm. Wir werden es sofort überprüfen. Haare gehören zu den am schnellsten wachsenden Geweben des Körpers und brauchen daher reichlich Energie. Wollen Sie Ihre Haare schnell wieder lang wachsen lassen, dann achten Sie auf eine ausreichende Ernährung. Am besten essen Sie möglichst viele komplexe Kohlenhydrate, wie sie zum Beispiel in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten oder Haferflocken vorkommen. Der Körper verwandelt Kohlenhydrate in Energie und die Haare wachsen deutlich schneller. Mhm. Okay. Das heißt, kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Also, wir schauen mal ganz kurz auf den Kontostand. Das Team Bernhard, 1500 Euro. Das Team Elton, 500 Euro auf eurem Konto. Wir kommen jetzt zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Dann kommt die Frage. Ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten und dann lösen wir es auf. Seid ihr bereit fürs große Finale? Jawohl, immer her. Die Kategorie zur Masterfrage ist Adel. Adel? Ach du Scheiße. Ihren Geldbetrag ein, den sie setzen möchten. So, also wenn die drüben jetzt alles setzen, haben sie 1000 Euro. Und wir haben 1500. Das ist schön, dass wir jetzt nicht 500 setzen können, ne?
Pass mal auf, wir setzen jetzt 750. Oder nee, warte mal, wir setzen 375. Wenn wir das nämlich verlieren, haben wir noch 1125. Und selbst wenn die jetzt alles setzen und haben dann mehr Geld, also die haben dann die Frage richtig beantwortet, haben wir dann ja trotzdem gewonnen, weil wir ja 125 Euro mehr haben. Das heißt, wir gehen jetzt einfach auf Nummer sicher. So machen wir das. Und Betrag ist gesetzt. Hier ist die Masterfrage. Wer lernte seine spätere Ehefrau bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney kennen? A. Frederik von Dänemark. B. Albert von Monaco. C. Philippe von Spanien. Die Zeit läuft jetzt. Oh Gott. War das Albert von Monaco? Ich glaube ja, aber ich will mich... Oh Gott, ich will nichts Falsches sagen. Komm, ich rate einfach. Wir schauen, was ihr gesetzt habt. Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. So, dann schauen wir uns doch mal an, wie es hier aussieht. Was haben die beiden Teams getippt? Das Team Bernhard hat sich entschieden für B. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort A. Schauen wir auf die Auflösung. Richtig ist Antwort A. Okay, gut. Das bedeutet, das Team Bernhard gewinnt. Wir haben trotzdem gewonnen. Sehr nice. Glückwunsch zum Sieg. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen Abend wieder pünktlich um 18 Uhr. Wer weiß denn sowas? Ich freue mich. So, damit wäre die nächste Sendung auch abgehakt. Und, ja gut, das Einzige, die Masterfrage nicht richtig beantwortet, aber jeder Zuschauer hat 20,83 Euro gekriegt. Ne? Also das ist auch sehr, sehr bombenmäßig. Und das soll schon was heißen. Alles klar, ich mache jetzt einen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und mal schauen, was uns da so für Quizfragen erwarten. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!